So, grüßt euch Leute, heute reagieren wir auf eure Gaming-Setups, ihr könnt mir immer auf Instagram eure Gaming-Setups schicken. Bedeutet, wenn ihr Bock habt, dass ich mal euer Gaming-Setup in diesem Video zeige oder im nächsten Video zeige, dann einfach ein Like da lassen und schickt mir auf Instagram auf alle Fälle per Privatnachricht ein Foto von eurem Gaming-Setup, welches sich nicht automatisch löscht, damit ich es hier am PC angucken kann. Das heißt, einfach machen, let's go, Like da lassen und wir starten sofort. So, die erste Einsendung kam von Matthias_K_2005. Checkt den Boy auf jeden Fall mal auf Instagram ab. Ja, er hat einen kleinen Curved-Monitor, so wie ich sehe. Hängt er oder steht er hinten auf diesem Fuß? Ich glaube, er hängt an der Wand. Bin mir aber nicht ganz sicher. Hat Soundsystem, das ist ganz, ganz wichtig. Alles sehr clean aufgebaut, ne? Ein weißer Tisch unten. Die Boxen sind weiß, der PC ist super schön weiß, immer dieses eckige Weiße gehalten, Tastatur und Maus ist weiß. Kabelmanagement ist top, ne? Ich sehe jetzt hier kein Kabel, was jetzt hier nicht an dem Platz ist, wo es sein sollte. Die Boxen, es ist wirklich top, es ist clean as fuck, aufgeräumt. Also für die erste Einsendung würde ich sagen, bisher beste. Leider gibt es dann wie immer so selbstlöschende Nachrichten, Leute. Ihr müsst Fotos schicken und keine, die man sich nur einmal angucken könnt. Ja, immer Fotos senden, die man sich so oft angucken kann, wie man kann oder wie man möchte. So, die nächste Einsendung ist von dies_das_luca.05. Checkt den auch ebenfalls auf Instagram aus. Er hat drei Bildschirme schön aneinandergereiht, gleiches Hintergrundbild. Bin ich absolut kein Fan von, dass man das gleiche Hintergrundbild hat, wenn man mehrere Bildschirme hat. Dann muss man ein Bild finden, was übergreifend auf alle drei Bildschirme sind, was dann auch schön smooth aussieht. Ja, aber ansonsten ein schönes Mikrofon an dieser Stelle müsste genau das gleiche sein, was ich hier habe. Nur er hat es noch mit Popschutz, mein Popschutz habe ich abgemacht. Der hat ein Elgato-Licht oben, aber streamt er auch anscheinend. Er hat eine Kamera, er hat einen Stream, der Kabelmanagement absolut bad. Er hat einen PC, hat eine Playstation, so wie sie sieht. Headset ist da. Kabelmanagement unterm Tisch absolut bad. Kann man so eigentlich nicht lassen. Muss man unbedingt noch was dran fixen. Aber wenn du es getan hast, dann ist das auf jeden Fall ein Baba-Setup. Sieht mega aus. So, die nächste Einsendung ist von Noah.tcv. Checkt ihn auch ebenfalls ab. Ja. Okay, er hat natürlich diese Chillo-Basis. Er geht jetzt hier nicht auf LEDs. Ich bin ein absoluter Fan von LEDs, auch wenn ich sie hier jetzt nicht drin habe wegen meinem Greenscreen. Aber er geht einfach auf diese chillige, harten Sessel. Hier mit ein paar Spermaflecken drauf, aber ist ja nicht schlimm. Und einen chilligen Fernseher. Du solltest dir auf alle Fälle einen Monitor zulegen. Auf alle Fälle einen Monitor. Auf dem Fernseher zu zocken, gar keine gute Idee. Du hast viel zu viele Millisekunden Reaktionszeit. Und hat auf jeden Fall eine Xbox. Kabelmanagement musst du unbedingt fixen. Ja, zwei Xbox-Controller, aber es muss nicht immer so krass geil aussehen wie bei den anderen. Ich finde das mega chillig, wenn du hier so einen Sessel hast und eine kleine Ecke, wo du einfach gechillt sitzen kannst, wo dich dein Vater, deine Mutter, dein Bruder oder deine Schwester in Ruhe lässt und einfach zocken lässt. Ist auch nice. Man muss nicht immer in alles so viel Geld reinstecken. Ich finde es mega. Kabelmanagement muss gefixt werden und eventuell einen anderen Sessel, neuen Sessel. Aber ich kenne das. Alte Sessel sind meistens übel bequem. Deswegen, ja, ich fühle diesen Platz. Auch wenn es jetzt nicht babamäßig aussieht, aber ich fühle diesen Platz. Die nächste Einsendung ist von Gabi Krasnigi_KS. Seht ihr oben auch nochmal. Checkt den auch auf Instagram aus. Er hat mir ein Foto geschickt. Ja, er hat einen weißen Tisch. Er hat eine Playstation. Das ist die Pro, oder? Wenn ich mich nicht recht täusche. Ist die Playstation Pro? In weiß. Ist auf jeden Fall mega sick. Der Bildschirm passt super zu dem Tisch. Das Einzige, was absolut wieder scheiße ist, ist das Kabelmanagement. Das müsst ihr Leute, ein Kabelmanagement, ein ordentliches Kabelmanagement am Tisch ist das A und O. Was anderes, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach Fakt. Ja, er hat natürlich ein bisschen miese, dass er das Kabel hier hinten an der Tür, das ja die einzige Steckdose ist. Und dieser Stuhl. Kauf dir einen Stuhl. Also, wenn du Geld hast, kauf dir einen neuen Stuhl, der passend zu dem Tisch ist und zu der Playstation. Du hast alles in weiß, du hast auch einen weißen Controller, einen schwarzen Controller, der passt. Der blaue passt jetzt nicht so ganz da rein, aber der Stuhl mit dem Rot, du hättest einen weißen Stuhl kaufen müssen. Oder einen grauen oder einen schwarzen, komplett schwarz. Ich hätte weiß geholt mit weißem Streifen. Aber ansonsten, auch eine chillige Ecke, was ich dir empfehlen würde, ist auf alle Fälle die Wände streichen. Es ist alles so clean as fuck weiß bei dir. Wie im Krankenhaus, so, du musst Wände streichen. Und wenn du nur dir hier so einen Sockel drum machst, hier so
in einer anderen Farbe, so in Grau. So damit dein Gamingplatz so mal richtig hervorgehoben wird. Weil weißer Tisch vor weißer Wand, das, was direkt auffällt, ist halt der schwarze Bildschirm und der Stuhl. Wenn du jetzt die Wand hinten grau färbst, also nicht die ganze, sondern nur so 40 cm neben dem Tisch, hoch 40 cm über dem Bildschirm und das auf der anderen Seite, dann kommt dieser Gamingplatz ganz anders rüber und dann machst du hinterm Fernseher noch eine LED-Leiste. Chuck Güzel dann. Die nächste Einsendung von Joel_MEH. Ich glaube, es sind zwei Unterstriche. Check den auch aus. Das Gaming-Setup gefällt mir wirklich wieder mega. Ich liebe dieses Farbspiel zwischen Blau und Pink. Das ist einfach mega. Das hat ja fast jeder mittlerweile. Blau und Pink oder Lila, wie auch immer. Scheiß drauf. Ich kann die Farben nicht auseinanderhalten. Es sieht wirklich mega aus. Ja, Tastatur, Headset, Maus, Bildschirm dahinter. Alles schön in Blau gehalten. Und der PC geht hier dann voll in die rote, pink, lila Richtung rein. Das sieht mega aus. Der Tisch sieht perfekt aus. Ja, du hast natürlich den PC so instant neben der Heizung stehen. Ich weiß nicht, ob das so das Beste ist. Wenn du das irgendwie ändern kannst, stell es auf jeden Fall woanders hin, weil der kühlt ja dann auch nicht mehr richtig. Vier Kühler hast du, ne? 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob du hier oben noch einen drin hast. Ich habe hier oben noch 2 Stück drin. Ansonsten ist das Setup clean. Er hat ein richtig schön großes Mauspad. Ich habe nur ein relativ großes von Turtle Beach. Aber es sieht auf jeden Fall, es sieht baba aus. Props gehen raus. Kabelmanagement unbedingt noch fixen, wie du hier siehst. Schönes Mikrofon an dieser Stelle. Kabelmanagement unbedingt fixen. Zu viele Kabel kann man so nicht lassen, wirklich nicht. Aber ansonsten top. Und hier die Eiswaffel. Bro, ohne Witz, wo auch immer du die her hast. Fanpostadresse, schick sie mir. Ich liebe sie. Oder ich kaufe mir eine neue. Oder sag mir, wo man sie kaufen kann, dann kaufe ich mir eine. So, die nächste Einsendung von The Real Krasser Krause. Sieht babamäßig aus, aber das von einem Streamer. Ich kenne dieses Setup, ist nicht seins. Ja, das waren leider schon alle Einsendungen. Wir hatten leider sehr, sehr viele, die halt was eingesendet haben, die aber alle so ein Foto gemacht haben, was ich mir nur einmal angucken kann. Und dann steht hier mal selbstlöschende Nachricht und dann kann ich diese Nachricht nicht anschauen am PC. Und das ist halt blöde. Man muss solche Fotos schicken, die halt angezeigt werden, wo man draufklicken kann, die kann man sich angucken und dann passt das Ganze auch. Es waren einfach viel zu viele hier. Robin waren da, Ben, Lukas, Dennis, es waren so viele. Hier, Kati hat auch eingesendet. So viele, die leider keine richtigen Fotos schicken, sondern immer nur so selbstlöschende Fotos. Schickt sie mir neu. Es gibt eine nächste Folge. Ich denke, nächste Woche wird eine neue Folge kommen. Schickt mir bis dahin ganz viele Setups, aber bitte von euch und keine gefakten, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.